Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Vocto.de und zwar mit Bekomm den besten Gaming-PC. Wir scrollen jetzt einfach mal runter, ich will euch nämlich was zeigen. Diese Webseite ist ein bisschen komisch aufgebaut. Man scrollt hier runter und dann kann man hier halt PC-Konfigurator starten oder Fertig-PCs anschauen. Wir schauen uns natürlich die Fertig-PCs an, darum geht es ja in meinem Kanal. Dann klickt man hier unten auf zum Shop. Dann kommt man auf diese Seite hier und dann scrollt man hier noch ein bisschen runter. Hier ist ein ganz kleiner Button, da klicken wir jetzt auch drauf. Jetzt kriegt man hier erstmal nur diese Medium-PCs. Ich habe mir auch 3 Stück von denen rausgesucht, weil die meisten Leute suchen in dieser Preisklasse. Klar, einige wollen auch 2.000, 3.000 Euro PCs, aber die bewegen sich ja alle so im Rahmen zwischen 1.200 und 1.800 Euro circa. Wenn man hier noch weiter runter scrollt, hat man nochmal einen Button zu allen Fertig-PCs. Und erst dann bekommt man alle PCs, die die so anbieten. Das sind jetzt auch nicht sonderlich viele, das kann man jetzt nicht vergleichen mit Dubaro oder so. Aber so kommt man halt zu den ganzen anderen PCs und das finde ich ein bisschen komisch aufgebaut. Daran sollten sie vielleicht was ändern, das müssen sie aber selber wissen. Ich fand es halt sehr verwirrend. Wir schauen uns als erstes den Fertig-PC Medium an. Davon gibt es hier 2 Stück. Also ich habe 2 Konfigurationen gemacht, die heißen beide gleich, haben nur unterschiedliche Preise. Der kostet 1.317,81 Euro. Was ich schon mal gut finde, auf jeden Fall haben sie hier nur das Gehäusebild und ein paar Komponenten, die ja auch wirklich verbaut sind. Das stimmt soweit alles, das ist in Ordnung. Und hier steht da noch drin, Dead by Daylight erreicht über 60 FPS in 4K UHD in dieser Konfiguration. Finde ich ganz lustig, dass sie Dead by Daylight genommen haben. Ist eins meiner Lieblingsspiele, habe ich glaube ich 4000 Stunden drin oder so. Aber dass das überhaupt zur Sprache kommt, die meisten wollen ja irgendwie Warzone spielen oder so. Aber ist egal, es steht da, ist in Ordnung. Als SSD bekommen wir hier eine Samsung 870 QVO 1 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 560 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 530 MB die Sekunde. Das ist aber nur eine ganz normale 2,5 Zöller. Das ist jetzt keine M.2 SSD PCI Express 3.0 zum Beispiel, die so um die 2000 bis 3500 MB die Sekunde haben. Nein, die ist etwas langsamer. Und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil auf dem Mainboard ist es auf jeden Fall möglich, eine M.2 zu verbauen. Klar könnt ihr dann später diesen M.2-Slot noch verwenden auf dem Mainboard, sobald ihr eine SSD habt, die da reinpasst. Aber irgendwie ist das ein bisschen Resteverwertung. Sowas verbaut man heute eigentlich nicht mehr. Die Ladezeiten in den Spielen werden davon auch ein bisschen beeinflusst, nicht so dolle, also ihr werdet es wahrscheinlich kaum merken, aber es ist halt einfach langsamer als so eine normale. Und spätestens, wenn ihr Spiele kopiert oder so, von SSD zu SSD, bremst das schon hart aus. 1 TB ist in der Preisklasse völlig in Ordnung, das nehmen wir auch direkt so mit. Und die kostet 68,90 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Thermaltake Smart RGB 500 Watt PC Netzteil. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus zertifiziert, allerdings kein Gold, Bronze oder ähnliches, sondern einfach nur 80 Plus und hat festes Kabelmanagement, dafür aber RGB-Beleuchtung, die ihr wahrscheinlich sowieso nicht seht. Kann gut sein, dass es dann unten aus dem Boden so ein bisschen rausleuchtet oder so, aber das bringt euch halt nichts. Qualitativ gibt es durchaus bessere Netzteile, vor allen Dingen wegen der Zertifizierung auch. Ich bin davon jetzt nicht so begeistert, vor allen Dingen sind 500 Watt echt extrem wenig. Also wenn ihr später die Grafikkarte aufrüsten wollt oder ähnliches, solltet ihr schon mal ein neues Netzteil nehmen. Für das System reicht es natürlich noch, ist sehr knapp bemessen, aber passt halt. Und das kostet 37,99 € bei Alternate. Der Arbeitsspeicher ist einmal Kingston Fury Beast 16 GB Dual Kit DDR4 3200 MHz CL16. Das ist an und für sich guter RAM, 16 GB in dieser Preisklasse auch keine Seltenheit, 3200 MHz entspricht natürlich der Spezifikation von AMD bei dem Prozessor, der hier verbaut ist. Man hätte auch 3600 nehmen können, aber ist in Ordnung, die halten sich quasi einfach an die Vorgabe des Herstellers. Sind auch 2 RAM-Riegel, was auch sehr wichtig ist, also Dual-Kit, deswegen 2, weil ihr sonst im Single-Channel arbeiten würdet und das würde übelst FPS fressen, also 2 RAM-Riegel sollten es immer sein. Solltet ihr einen PC haben, wo nur ein Riegel drin ist, kauft euch einen zweiten dabei, am besten der gleiche Hersteller und die gleiche Taktung, dann baut ihr den mit dazu, weil das kann bis zu 30% FPS fressen. Und der kostet 58,89 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI MPG B550 Gaming Plus. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten kann auch noch eine SSD verbaut werden, deswegen verstehe ich halt nicht, warum sie auf eine 2,5 Zoller gehen und nicht einfach auf eine M.2. Hier kommt die Grafikkarte rein und die Slots hier unten könnt ihr zum Beispiel noch für eine WLAN-Karte oder Capture-Karte oder so verwenden. Ein bisschen RGB-Beleuchtung haben wir auch noch mit dabei. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, USB-C, USB 3.1, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Netzwerkanschluss und PS2 werdet ihr auch nicht benutzen, weil das für alte Mäuse und Tastaturen ist. Das ist auf jeden Fall in diesem Preissegment ein grundsolides Board. Kann ich überhaupt nicht meckern, finde ich gut, dass sie so reinkonfiguriert haben, ist auch Full ATX und so, ist in Ordnung. Und das kostet 157 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Corsair IQ 465X RGB Schwarz. Das hatten wir jetzt schon häufiger da. Ich sagte ja immer, weil es eine Frontscheibe hat und hier nur diese seitlichen Schlitze, dass der Airflow nicht so geil ist. In den Kommentaren wurde jetzt ganz oft geschrieben, hey, ich habe das Gehäuse zu Hause, der Airflow ist super. Dann sage ich das jetzt auch so, ich berufe mich da auf die Kommentare.
Ihr habt hier drei Lüfter in der Front vorinstalliert, aber leider keinen im Heck. Den sollte man dazu konfigurieren, sofern es denn geht. Dann habt ihr besseren Airflow, dass wirklich die kalte Luft vorne reinkommt und die warme oben rausgeblasen wird dann hinten am Gehäuse. Ist auch genug Platz drin, qualitativ auch in Ordnung das Case. Und das kostet 151,83 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 3 3300X. Hier steht 214,20 Euro. Da zeige ich euch jetzt mal was zu. Mittlerweile sagt das Preisdiagramm hier nämlich 600 Euro. Der wird einfach nicht mehr hergestellt. Den hatte nur noch ein Anbieter, der hat den Preis natürlich ordentlich hochgeschraubt. Vorher war der hier auch so bei 247 oder 200 Euro. Der wird wie gesagt einfach nicht mehr hergestellt. Man geht jetzt auf die 5000er Reihe. Das ist wirklich Resteverwertung, was die da machen. Also diesen Prozessor braucht keiner. Der hat eine TDP von 65 Watt, 4 Kerne und 8 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Also mit einem 4 Kerne, auch wenn er 8 Threads hat, könnt ihr Stream schon mal vergessen. Bestimmt für E-Sports-Titel oder so geht es mit Sicherheit, auch für das Spiel, was hier vorgeschlagen wird. Allerdings ist das kein Prozessor, der jetzt irgendwie zukunftstauglich ist oder ähnliches. Und gerade mit diesem B550 MSI-Board hätten sie locker einen 5600er Ryzen oder so draufschmeißen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen, da wäre er deutlich zukunftssicherer mit unterwegs. Also das hier, das ist absolut gar nichts. Das ist wirklich Resteverwertung. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wenn wir jetzt uns diese 600 Euro angucken, die landen natürlich auch gleich so in der Geizhalsliste. Wir sollten hinterher auf jeden Fall 400 Euro abziehen, weil das war dieser Grundpreis, der angegeben war. Für die, die das jetzt nicht fair finden, die können die Geizhalsliste so nehmen, wie sie ist, dann kriegt ihr ein super günstiges System. Wenn wir es aber realistisch betrachten, müssten wir diese 400 Euro abziehen. Und da gibt es, wie gesagt, auch nur einen Anbieter auf den Amazon Marketplace für 599 Euro. Als Grafikkarte bekommen wir eine Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC. Das Schöne ist, hier wissen wir, was wir für eine Grafikkarte bekommen. Das ist jetzt keine besondere, das ist eher ein günstiges Kühldesign, aber wir wissen halt wirklich, was wir kriegen. Das ist eine 3060 Ti. Das ist so untere Mittelklasse, würde ich sagen. Danach kommen ja noch einige Karten. Eine 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti. AMD hat auch noch Karten. Viele zerfetzen mich immer in den Kommentaren, weil ich sage, so untere Mittelklasse oder so. Aber so würde ich sie wirklich einordnen. Reicht ganz normal für AAA-Titel auch noch aus. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ihr da irgendwie mit WQHD 144 Hertz alles zocken könnt. Aber wenn ihr die Einstellungen in den Spielen einigermaßen anpasst, ist auf jeden Fall eine gute Grafikkarte. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 514,89 Euro bei Mindfactory. Windows ist hier nicht mit dabei, Lieferzeit wird nach 10 Tagen versendet, Zusammenbau dauert 10 Tage, ja gut, okay. Und dann wären wir auch hier schon beim Endergebnis, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1588,50 Euro, das System soll kosten, 1317,81 Euro. Jetzt sagt ihr natürlich, boah, ist das günstig, das liegt aber wie gesagt an dem Prozessor. Die Preise, die hier sonst so stehen, sind relativ realistisch. Selbst das Board haben sie noch etwas günstiger eingegliedert. Wenn wir jetzt diese 400 Euro Differenz beim Prozessor abziehen, ist es trotzdem noch eigentlich ein gutes System. Also die ziehen euch auf jeden Fall nicht damit ab. Was ich wirklich schade finde, die SSD und so lassen wir mal dahingestellt. Der Rest passt eigentlich so weit, dass dieser Prozessor, der 3300er einfach da drin ist. Der hat da drin nichts zu suchen. Da kommt ein 5600X rein, vielleicht noch ein besseres Netzteil und dann wäre das auf jeden Fall ein guter Deal gewesen. So kann ich es leider nicht empfehlen. Dann haben wir hier noch ein System und zwar den 1500 Euro Gaming System Intel für 1558,48 Euro. Hier ist eine M.2 SSD drin, der Prozessor ist aus der aktuellen Generation, zwar nur ein 12400F, zum Zocken reicht er aber. Der RGB-RAM ist auch okay, die Grafikkarte ist auch in Ordnung, das Mainboard ist für den Prozessor auch völlig okay. Der CPU-Kühler, ja, hätte man vielleicht noch was Besseres nehmen können, aber der wird wohl ausreichen. Das Gehäuse ist auch in Ordnung, hat genug Airflow, das Netzteil ist auch okay mit seinen 850 Watt und von der Qualität her. Und hier bekommen wir halt noch Windows 11 mit dabei und der Zusammenbau wird hier nochmal extra berechnet. Warum es eben bei dem anderen PC nicht so war, kann ich euch leider nicht sagen. Und dann haben wir ja auch schon das Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows 11. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1328 Euro. Das System soll kosten 1558 Euro. Das ist jetzt ein Aufpreis von ungefähr 240 Euro. Ist jetzt nicht die übelste Abzocke, aber ist schon teuer. Ja, also es gibt bestimmt bei anderen Herstellern oder beziehungsweise Systemintegratoren bessere Angebote für den Preis. Die absolute Abzocke ist es nicht, die Konfiguration ist eigentlich auch soweit in Ordnung. Ich würde mich aber woanders vielleicht noch umschauen, ob ich es vielleicht irgendwie günstiger kriege. Und dann haben wir hier nochmal ein Fertig-PC-Medium. Hier ist ein AMD Ryzen 5 5600X drin, in der Preisklasse auch ein bisschen merkwürdig. Ein B450-Board reicht natürlich für den Prozessor, da hätte man aber ruhig nur auf B550 gehen können. RGB-RAM ist mit dabei, eine Samsung SSD 980, die übel schnell ist. Aber immerhin auch eine M.2 SSD. Ich weiß nicht, ob man so eine schnelle braucht. Da hätte man vielleicht ein bisschen sogar noch sparen können. Ein 600 Watt Be Quiet System Power. Gehört da einfach nicht rein. Da geht man auf Pure Power oder Straight Power oder auf Seasonic oder sonst irgendwas. Diese System Power Dinger sind eher so für Multimedia oder Office PCs gedacht.
Hier ist noch Windows 11 mit dabei, das Fractal Design Meshify 2 Clear TG Weiß, ist auch ein gutes Gehäuse. Und die Grafikkarte ist wieder eine Zotac, also eins der günstigeren Lösungen. Dann haben wir ja auch das Endergebnis, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.371,41 €, das System soll kosten 1.765,07 €. Da seid ihr jetzt ungefähr 400 € teurer als Selbstbau. Ich weiß auch nicht, welchen CPU-Kühler die hier verbauen. Ich denke mal, die nehmen dann den Stock-Kühler ganz normal, wobei bei dem anderen PC der Enermax mit dabei war. Also es ist eine ganz komische Website. Rein konfigurationstechnisch, gut, wenn jetzt der Stock-Kühler drauf ist, weiß ich nicht. Aber ansonsten sieht es eigentlich soweit in Ordnung aus, bis auf das Netzteil halt. Aber es ist irgendwie auch preislich gesehen völlig uninteressant. Sollte Vocto.de dieses Video sehen, arbeitet auf jeden Fall an eurer Website und vielleicht auch an den Preisen und den Konfigurationen. Die sehen sehr, sehr wild zusammengewürfelt aus. Ich verstehe es vor allen Dingen nicht, warum man bei diesem 1.500 € PC hier noch einen schönen CPU-Kühler und so verbaut und auch ein vernünftiges Netzteil und dann bei dem 200 € teureren System einfach wieder ein System Power reinschmeißt und überhaupt keinen CPU-Kühler, sondern einfach diesen Stock-Kühler nimmt. Also alle drei Systeme, die ich mir jetzt angeschaut habe, würde ich jetzt so nicht kaufen. Wenn ihr möchtet, mache ich natürlich noch ein Video vielleicht von den teureren Systemen, vielleicht ist da auch wieder eine höhere Preisdifferenz, das haben wir ja häufiger, wobei hier schon 400 € Differenz drin sind und das finde ich halt auch ein bisschen schwierig. Natürlich funktionieren die Systeme, wenn ihr die nach Hause bekommt, so wie sie da sind. Aber es gibt halt was Besseres für den gleichen Preis. Sei es Dubaro oder Krotus oder Agando oder sonst wo. Auch Agando hat teilweise gute Angebote. Auch Memory PC kann gute Angebote machen, wenn man sie so ein bisschen darauf hinweist. Deswegen würde ich diesen Shop auf jeden Fall nicht empfehlen. Also ich hatte jetzt vor kurzem einen TikTok dazu gesehen, da hat jemand gesagt, ah, der Shop ist in Ordnung. Bin ich anderer Meinung. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.